Du kannst mir alles sagen, okay? Stört dich das, dass ich mit Josip zusammen bin? Weil, wenn ja, dann sag's mir einfach. Dass Elif seinen Schlüssel steckt. Als ich letzte Nacht mit meinem Bruder telefoniert habe, habe ich mir echt krasse Sorgen gemacht. Ich meine, der klang am Telefon so debri und vor allen Dingen besoffen. Und deswegen fand ich es auch einfach so scheiße von Elif, dass sie ihn hat alleine von dieser Party da gehen lassen. Ja, wie kann man das denn übersehen? Egal, keine Ahnung, ich will einfach nur wissen, wo der ist. Vielleicht ist er dann... Der war vielleicht zu besoffen und hat es einfach nicht mehr geschafft, die Treppe hochzukommen oder so. Vielleicht das und ist dann versucht außenrum durchs Café oder keine Ahnung. Ich check das nochmal ab, ja. Ruf dich auch später nochmal an, weil ich muss jetzt erstmal in Ruhe gucken, ja. Okay, also die Kellertreppe. Seine Jacke. Okay, ja, ciao, Schatz. Ich habe keine Ahnung. Nee, bist wahrscheinlich hier runterge... Ach, komm jetzt bitte. Hast du Schmerzen? Weiß nicht, nee, ich glaube nicht. Wie bist du hier hingekommen? Keine Ahnung. Ja, es... Sollen wir... Helf dir. Oh nein, Emma, bitte. Okay, dann. Ich... Oh, mein Arsch. Mein Rücken. Komm her. Nee, ist okay. Max, ey. Weißt du, was für Sorgen wir uns gemacht haben? Ja, ist okay. Wenn du hier runterdonnerst, ne? Ich krieg dich nicht. Emma, ist okay. Hey, Elif, ich wollte nur kurz Bescheid sagen. Ich hab Max gefunden. Ich bring ihn jetzt nach Hause. Boah, ich will echt gar nicht dran denken. Das war so scheiße peinlich. Wie konnte man bitte so lost sein, sich so zu betrinken, um dann am nächsten Morgen im Keller aufzuwachen? Ich weiß, ich hatte es schon öfter gesagt, aber ab dem Tag galt für mich Finger weg vom Alkohol. Emma? Ja, ich bin auf dem Weg. Eine Sekunde. Hallo. Lass dich drücken. Na? Alles gut. Wie geht's? Alles gut? Ja, ganz gut. Wir haben Emma gerade im Treppenhaus getroffen. Okay. Sie wollte uns schon abwimmeln, aber nein, wir sind hier. Ey, Bro, hast du ehrlich wie ein Penner im Keller geschlafen, Mann? War nicht meine beste Aktion. Oh, ja, nein, tut mir echt leid. Ich hab's übertrieben. War richtig, richtig unnötig. Wenn wir gewusst, wie scheiße es dir geht, hätten wir dich nach Hause gebracht. Dann weißt du selber. Na. Oh, naja. Das ist süß. Naja, aber schön zu sehen, dass es dir besser geht. Geht so, ja. Eine Frage, wie wär's mit später Kino oder so? Ich weiß nicht, willst du da nicht drüber reden? Doch, oder? Kino ist eine gute Idee. Lass mal. Mhm. Ja. Lass mir jetzt noch ein bisschen Ruhe. Ich wollte mich jetzt noch mal hinlegen. Ich bin echt immer noch gut am Arsch und gut verklatscht. Klar, kein Problem. Ich aber danke, dass ihr hier wart. Ich freue mich, dass ihr hier wart. Echt nett. Danke für euren Besuch, aber gerne. Ich will mich echt bald noch mal hinlegen. Mein Kopf. Gut. Dann gehe ich jetzt in die Schule, habe nämlich nur gar keine Freistunde. Ich muss deine Schwester entschuldigen, weil sie auf dich aufpassen will. Deswegen, sie ist gerade im Supermarkt, ne? Dass du Bescheid weißt. Ja. Na
Danke. Bis dann, ne? Ciao, ciao. Ciao. Klar war das irgendwo cool, dass sich meine noch recht neuen Freunde und Elif um mich gesorgt haben. Aber im Endeffekt ging es genauso weiter, wie es am Abend davor aufgehört hatte. Ich musste Elif und Josip beim Rummachen zusehen und das aushalten. Ey, am liebsten hätte ich direkt weitergetrunken, auch wenn ich wusste, dass das nichts bringt. Hey, habt ihr Suppe gemacht? Wenn Mama und Papa ja schon nicht da sind, dann muss ich mich ja wenigstens um dich kümmern. Ja, danke. So, müssen wir mal durch. Auf jeden Fall wollte ich auch noch mal mit dir reden. Mama, mir ist gerade nicht so nach reden, okay? Und außerdem weiß ich eh, was du sagen willst, also. Ich glaube nicht, dass du weißt, was ich sagen möchte. Deswegen, und selbst wenn, also ich möchte es dir trotzdem sagen. Und zwar, Mann, mit Elif, das kann nicht mehr so weitergehen. Du musst endlich zu deinen Gefühlen stehen. Guck mal, ganz ehrlich, wo soll das noch hinauslaufen? Ganz ehrlich. Mann, du machst dich doch einfach selber nur kaputt. So, gestern lässt du dich volllaufen, weißt nicht mal, wie du in den Keller gekommen bist. So, das kann doch nicht sein. Es geht doch nicht mehr. Und vor allen Dingen auch Josip und Elif gegenüber. Es ist einfach nur fair, wenn du einfach ehrlich bist. Auf gar keinen Fall. Was hat das mit fair zu tun? Mann, Emma, wenn ich was sage, verliere ich nicht nur Elif, sondern ich verliere auch Josip und meine Jungs. Und außerdem hat Josip damals gefragt, ob das in Ordnung für mich ist. Und ich habe ihm meinen Go gegeben. Also was soll er jetzt noch machen? Und ganz ehrlich, der kann auch nichts dafür, dass Elif sich nicht in mich verknallt hat. Ja, okay, aber da muss ich auch sagen, das habe ich dir von Anfang an gesagt, ja, dass Elif nichts von dir will. Vielen lieben Dank, Emma. Das habe ich ja noch gar nicht gemerkt. Mann, ich muss trotzdem damit klarkommen und mich damit abfinden. Basta! Ich weiß nicht, ob es das Richtige ist, sich damit abzufinden. Emma, kannst du mich bitte einfach in Ruhe lassen? Danke für die Suppe. Ich werde die essen. Danke. Okay. Lass dich sprechen, ja? Wenn du reden willst, kommst du zu mir. Ja, ha. Ja. Ja. Ja, Emma hatte mal wieder recht. Aber was hätte ich machen sollen? Elif von meinen Gefühlen erzählen und dann einen Korb kassieren? Ey, auf gar keinen Fall. Und ich wollte auch nicht vor allem als Depp dastehen. Ja? Hi. Hi. Ja, komm rein. Was machst du denn schon wieder hier? Über die Schule? Ich. Wie immer. Naja, eigentlich nicht wie immer. Oh. Ich musste mir die ganze Zeit Gedanken über dich machen. Ich konnte an nichts anderes mehr denken, wirklich. Ich hab mir echt Sorgen um dich gemacht. Was? Tut mir leid, dass du dir die ganze Zeit Sorgen machen musstest oder gemacht hast. Ich hab gestern echt übertrieben. Das war super unnötig und einfach nur eine Kackaktion. Tut mir echt leid. Ich hab mir die ganze Zeit Vorwürfe gemacht, ob ich dir hätte nicht einfach hinterherrennen sollen oder Josip hätte irgendwie... Elif, das ist doch Blödsinn. Jetzt mal ehrlich, ich bin erwachsen. Also, ich kann oder sollte zumindest auf mich selber aufpassen können, ja? Und... Ich brauch doch keinen Aufpasser. Weder dich noch Josip, das ist doch Schwachsinn. Max, kannst du bitte ganz ehrlich zu mir sein? Ist wirklich alles in Ordnung bei dir? Ich meine, ich hab dich schon lange nicht mehr so gesehen. Seit der ganzen Jackie-Geschichte. Du kannst mir alles sagen, okay? Stört dich das, dass ich mit Josip zusammen bin? Weil, wenn ja, dann sag's mir einfach. Als Elif mich so angeschaut hat, war ich kurz davor, einfach alles zu sagen. Ich meine, es war praktisch der perfekte Zeitpunkt, aber danach wäre wieder alles im Arsch gewesen. Elif hätte nie wieder mit mir cool sein können und auch Josip hätte das ganz bestimmt nicht gut gefunden. Nein. Sicher? Natürlich. Nein, das stört mich null. Ich freue mich für dich, dass du happy bist und verliebt bist im Moment. Also, ja, Elif, ich mag dich, klar, aber halt als Freundin, verstehst du? Okay, und warum betrinkst du dich dann so? Das macht doch kein Mensch, der happy ist. Nee, ich habe im Moment einfach echt eine merkwürdige Phase. Ich gehe so eine ganz komische Zeit. Ich meine, guck mal, ich hatte dir ja schon davon erzählt mit der Hochschulabsage. Ich weiß nicht so wirklich, was mich mit mir, mit meinem Leben anfangen soll im Moment und... Auch die ganze Zeit mit
Jackie, das kommt auch immer wieder hoch. Keine Ahnung, ich bin momentan einfach ein bisschen lost. Das sollte nicht an dir rausgelassen werden. Das war echt nicht cool von mir gestern. Das tut mir wirklich leid. Okay, aber... Das ist alles. Dann bin ich ja erstmal glücklich, dass das nichts mit uns zu tun hat, weil ich hab dich echt gern. Unsere Freundschaft ist mir einfach total wichtig. Und wenn irgendwas ist, du weißt, du kannst immer zu mir kommen. Ich hab dich doch lieb. Du weißt doch, du hörst mir zu und ich hör dir zu. Oder nicht? Sowieso. Na gut, dann bin ich ja erstmal glücklich, dass zwischen uns alles cool ist. Komm her. Danke. Danke, dass du mit mir nochmal drüber geredet hast. Ich konnte wirklich an nichts anderes mehr denken. Ich hab zu danken, würde ich schätzen. Ich würde mich jetzt nochmal hinlegen. Ich bin echt immer noch klar. Völlig Matsche von gestern. Dann gehe ich mal eine Runde deine Schwester nerven. Mach das, richte liebe Grüße aus. Wie immer. Dann schlaf gut. Danke. Einen kurzen Moment hatte ich echt gedacht, dass Max mir jetzt sagen möchte, dass er mich verknallt ist. Aber das war zum Glück ja nicht so. Ich meine, Max ist ein echt guter Freund. Aber ich war in Josef verknallt. Und zwar so richtig. Alter, Elif hat wirklich gedacht, dass ich so komisch bin, weil ich was dagegen hätte, von wegen mit Josef und ihr zusammen sein. Dann habe ich ihr aber ganz schnell klar gemacht, dass es nicht so ist. Oder zumindest nicht so wäre. Naja, aber ja. Ja. Wobei, ein bisschen was dagegen hast du ja schon. Aber nein, ich weiß. Aber du musst wirklich ein bisschen anders mit deinen Gefühlen umgehen. Ich weiß, das ist nicht einfach, aber... Emma, ich habe noch nie so viel jemanden empfunden und noch niemanden so sehr geliebt, wie ich Elif liebe, Mann. Jetzt mal ohne Scheiß. Aber jetzt mal ganz ehrlich. So viele Frauen hat sie ja auch noch nicht. Ja, okay, meinetwegen. Ja. Aber was ist, wenn danach auch keine mehr kommt? Dein Ernst jetzt? Ja, ich weiß nicht, ob ich... Also sorry, du bist kein super hässlicher Typ. Total, also natürlich gibt es noch tausend andere Frauen, die dich nice finden. Also was soll das denn heißen? Ich will sowas auch gar nicht von dir hören. Jetzt mal ganz ehrlich. Wirklich. Kann ich einfach wegen der ganzen Sache mit Daniel jetzt sowas von tausendmal mehr verstehen? Das war ohne Scheiß. Ey, Liebe und Gefühle, die kommen einfach. Du kannst nichts gegen tun. Ey, die ersticken dich fast. Und du musst einfach damit klarkommen. Du musst es einfach über dich ergehen lassen. Ja. Aber ey, lass uns doch zocken. Komm, mach deinen PC an und dann kannst du ein bisschen deine Aggression rauslassen. Und vielleicht ist es ganz cool. Und okay. Kannst du kurz herkommen? Ja. Ich hab dich ganz doll lieb. Wirklich ganz doll. Okay. Ich dich auch. Ja. Ja, aber... Was? Bevor wir zocken, müssen wir noch was versprechen. Und zwar, okay. Du darfst nie wieder so viel trinken. Ich habe mir echt verdammt Sorgen gemacht und ich will nicht, dass du dich jemals mehr so volllaufen lässt. Okay. Spruch. Hiermit verspreche ich, dass sowas nicht mehr passieren wird. Versprochen. Pinky Promise. Ja. Abtupfen. Okay, komm. Let's go. Wie geht das an? Hier? Oder? Nein. Ich mach schon, ja? Okay. Hast du Bock, mir zu helfen? Richtig viel Weihnachtsschmuck, so Kugeln und sowas. Ja, diese ganze Weihnachtsaktion, die war schon irgendwie voll süß von Noah. Ich hab mich einfach total in den verliebt. Scheiße, was ist los? Ich glaube, ich hab Herzinfarkt. Ich hab gewusst, dass es so früh ist. Ich hab euch gesagt. Ich hab Elif versprochen, dass ich dich davon überzeugen kann, mit uns auf ein Doppeldate zu gehen. Was ist das so? Geht das? Ja. Ey, sie sucht Körperkontakt. Ehrlich, was ist mit unserer Patientin? Ja, also Paula kriegt echt gar nicht geschissen. Das wird echt... Sie fällt ständig hin. Schatz. Ja, ich habe echt gar keinen Bock auf diese ganzen Eifersuchtsdramen. Oh, ich auch gar nicht, gar keinen Bock.